Eine Zahnaufhellung kann viele Vorteile mit sich bringen, wie ein strahlendes Lachen und gesteigertes Selbstvertrauen. Doch leider birgt sie auch einige Risiken, ein Viertel BER, die man sich im Voraus bewusst sein sollte. In diesem Video werden wir einige der potenziellen Risiken einer Zahnaufhellung genauer beleuchten. Zu einer CHST einmal ist es wichtig zu wissen, dass es verschiedene Methoden der Zahnaufhellung gibt. Die bekannteste und beliebteste Methode ist das Bleaching beim Zahnarzt. Hier wird ein spezielles Gel auf die Zahnhöhle aufgetragen und mittels einer UV-Lampe aktiviert. Diese Behandlung ist effektiv, aber auch mit Risiken verbunden. Eine mögliche Nebenwirkung ist eine temporäre Au-Überempfindlichkeit der Zahnhöhle. Dies kann zu Schmerzen beim Essen oder Trinken FA1/4 und ist oft unangenehm FA1/4 den Patienten. Es ist daher ratsam, vorher mit dem Zahnarzt A1/4 BER mögliche Risiken zu sprechen und gegebenenfalls eine andere Methode der Zahnaufhellung in Betracht zu ziehen. Eine weitere Risikoquelle bei der Zahnaufhellung ist die Verwendung von Bleichmitteln. Viele der auf dem Markt erhältlichen Bleichmittel enthalten aggressive Chemikalien, die das Zahnfleisch und die Zahnhöhle schädigen können. Es ist daher wichtig, sich vor der Anwendung eines Bleichmittels GA1/4 zu informieren und sicherzustellen, dass es sich um ein hochwertiges Produkt handelt. Zudem sollte man darauf achten, das Bleichmittel nicht zu lange auf den Zahnhöhlen einzulassen, um Schaden zu vermeiden. Ein weiteres Risiko bei der Zahnaufhellung ist die unzureichende Vorbereitung der Zahnhöhle. Bevor mit der Behandlung begonnen wird, sollten die Zahnhöhle GA1/4 gereinigt und von Plaque befreit werden. Andernfalls können Wehrfarbungen nicht optimal entfernt werden und die Ergebnisse der Zahnaufhellung können enttäuschend ausfallen. Es ist daher ratsam, vor der Behandlung eine professionelle Zahnreinigung durch Verein-Viertel-Renn zu lassen, um sicherzustellen, dass die Zahnhöhle optimal auf die Zahnaufhellung vorbereitet sind. Schließlich birgt auch die Häufigkeit der Zahnaufhellung Risiken. Viele Menschen neigen dazu, ihre Zahnhöhle zu häufig aufzuhellen, um ein noch weicheres Lachen zu erreichen. Doch das A1/4-Bärmeige Aufhellen der Zahnhöhle kann zu Schaden FA1/4, wie beispielsweise einer Entkalkung des Zahnschmelzes oder einer dauerhaften Au-Überempfindlichkeit der Zahnhöhle. Es ist daher wichtig, die Zahnhöhle nur in Maien aufzuhellen und regelmäßige Pausen zwischen den Behandlungen einzulegen, um die Gesundheit der Zahnhöhle nicht zu gefährden. Um das Risiko einer Zahnaufhellung zu minimieren, ist es ratsam, sich vor der Behandlung GA1/4 A1/4 BER die verschiedenen Methoden zu informieren und sich von einem erfahrenen Zahnarzt beraten zu lassen. Zudem sollte man auf die Qualität der verwendeten Produkte achten und die Zahnhöhle vor der Behandlung GA1/4 reinigen lassen. Durch eine sorgfältige Vorbereitung und eine umsichtige Durchverein-Viertelung der Zahnaufhellung können potenzielle Risiken minimiert werden und ein strahlendes Lachen ohne negative Folgen erreicht werden. Insgesamt birgt eine Zahnaufhellung einige Risiken, die nicht außer Acht gelassen werden sollten. Indem man sich im Voraus A1/4 BER die möglichen Risiken informiert und eine sorgfältige Vorbereitung der Zahnhöhle durch Verein-Viertel-HRT, kann man jedoch sicherstellen, dass die Behandlung erfolgreich verläuft und das gewünschte Ergebnis erzielt wird. Ein strahlendes Lachen ist ein echter Blickfang und kann das Selbstvertrauen steigern, daher ist es wichtig, die Zahnaufhellung mit Bedacht durch zu Verein-Viertel-Renn und mögliche Risiken zu minimieren.